Nochmal ein herzliches Hallo an alle, die mittlerweile erneut zugekommen sind. Wir haben es 2 nach 10. Ich glaube, es hat jeder auch genug auf dem Tisch. Ich finde es wunderbar, dass doch so zahlreich ist. Heute mit den Live-Zuschauern, alle, die sich es on demand im Nachgang anschauen, auch ein herzliches Hallo. Worum geht es heute? Es geht heute im Claim The Rise of Retail um 3 große Kategorieblöcke, denen wir uns im Rahmen dieser Panel widmen wollen. Wir werden uns E-Commerce Learnings 2020 anschauen. Wir haben Facts und Figures dabei mit Top-Expertenmeinungen. Ich stelle die 3 Kollegen, die ihr mit mir hier in diesem Meeting seht, werde ich euch gleich vorstellen. Also wir haben 3 sehr, sehr wertvolle Perspektiven aus Agentursicht, aus Händlersicht und aus Plattform-Tech-Sicht. Wir gehen darauf ein, was wir mit der Erfahrung an Trends und Fokusthemen 2021 sehen. Mögliche Quick Wins direkt für die Praxis, für Sie und auch direkt ein bisschen darüber hinaus, so ein bisschen in die, ich habe es genannt, Brave New Ecom World, also was für kulturelle Changes erwarten uns, was für Challenges erwarten uns damit. Wir hatten gerade vorher in der Vorbereitung das Thema Mitarbeiter, Working on Remote, Prozesse und Logistik 2.0, was ist zurzeit ständig auf den großen einschlägigen Portalen und Zeitungen zu lesen. Das ist die Paketflut. Interessiert mich sehr, interessiert Sie sehr. Und how to stay informed. Was ist mit Messen nächstes Jahr? Wie informieren wir uns in Zukunft? Ist es weiterhin so Panels? Sind es Webinare? Sind es Whitepaper, Websites? Oder kann der persönliche Kontakt nicht ersetzt werden? Wen habe ich dafür mit an Bord? Ich habe den Marco von der Agentur Be Clever. Schwergewicht in ja, der Plattform Shopify, um die es hier geht. Er hat als einer der ersten darauf gesetzt und ja, war oft genug in den Schlagzeilen, diese Plattform. Als Gründer und Geschäftsführer. Marco, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Gelegenheit. Guten Morgen zusammen. Wen haben wir noch? Wir haben den Daniel mit dabei, wenn wir kurz thematisch bei Shopify bleiben. Daniel ist für die Expansion in Dach zuständig, für die Plattform Shopify Plus. Auch hier ganz viel auf dem Kerbholz im E-Commerce, vorher beim CRM, große Marken und Händler betreuen dürfen. Daniel, herzlichen Dank. Freuen uns sehr auf deinen Input. Danke, Simon. Guten Morgen zusammen. Und Florian, auch nochmal ein herzliches Dankeschön an dich. Das Panel war ja zuerst ein bisschen kleinere Runde. Du bereicherst uns nochmal um wirklich die Händlerkomponente, Tamara, Komolli.com, unbedingt nebenbei aufmachen. Da läuft sehr viel richtig und wir freuen uns auf deine Insights, Florian, mit deiner Expertise zu diesem Thema. Dankeschön und guten Morgen zusammen. Top. Ich würde mit dem ersten Block starten. Wie gesagt, sehr, sehr spezielles und spannendes Jahr 2020. Daniel, wenn ich das erste Wort in deine Richtung richten darf. Magst du uns ein kleines Roundup aus deiner Perspektive zu diesem Thema geben? Es ist jetzt schwer, wenn ich mich kurz fassen muss. 2020 war ja crazy in vielerlei Hinsichten. Ja. Aus Händlersicht, aus E-Commerce-Sicht ja, ist eine Menge passiert, die, glaube ich, vieles vorgezogen hat. Ja, gefühlt, glaube ich, schon oft debattiert, haben wir das, was wir irgendwie in 2025 oder bis 2030 umsetzen wollen, jetzt irgendwie gefühlt innerhalb von Wochen oder Monaten umsetzen wollen. Ja, es gab riesige Herausforderungen für die Händler durch die Ladenschließungen, ja, das Ganze dann noch einmal online zu bringen. Viele waren noch nicht so vorbereitet, wie man vielleicht hätte vorbereitet sein müssen. Für mich privat, ich habe vor 5 Monaten, bin ich zu Shopify Plus gestoßen. Insofern war es für mich eigentlich ein sehr positives Jahr und auch Shopify selbst oder auch den ganzen E-Commerce. Ich glaube, wir sind noch die weniger Leidtragenden von dem ganzen Thema. Ja. Aber ja, alles in allem wird es schon ein sehr, sehr komisches Jahr. Du hast ja auch den letzten Punkt angesprochen. Wie geht es irgendwie nächstes Jahr weiter mit Konferenzen und so weiter? Für mich persönlich, ich habe das ganze Onboarding remote gemacht in der globalen Company, die unheimlich viele Ressourcen bereitgestellt hat und ja, wahnsinnig, wahnsinnig viel investiert hat, um einfach eine gute Mitarbeiter-Experience zu gewährleisten. Das war super, aber das ist zeitgleich auch komisch. Du lernst deine Kollegen mittlerweile nur noch über Zoom kennen. Ja? Und ja,
ja, es ist schon herausfordernd, würde ich sagen, und nicht ganz so einfach. Will sich Marco, magst du dich da vielleicht anschließen? Ich meine, das ist jetzt natürlich einmal vom Daniel, es ist eine ultra interessante Perspektive. Ich glaube, ganz viele angesprochen, wo sehr viele Parallelen empfinden. Bei dir direkt auch so mit, du bist ja in der Geschäftsführerrolle, also sprich Mitarbeiter, alles, was Daniel gerade genannt hat. Ich gehe damit zu 100% eigentlich d'accord. Wir hatten auch ein unfassbar spannendes Jahr, natürlich auf der einen Seite mit sehr viel Sorge um die Sicherheit von Mitarbeitern. Wie machen wir das? Wie setzen wir diese ganzen Sachen um? Und auf der anderen Seite, wie bewältigen wir jetzt das, was auf uns zukommt? Und gerade auf der Plattform, auf der wir jetzt arbeiten, die haben ja unglaublich Gas gegeben, auch die Händler zu unterstützen. Also als ich im letzten Jahr noch diesen Satz "We are the guardians of your business" so ein bisschen ja, nicht belächelt habe, aber gesagt habe, ja, gucken wir mal, was daraus wird. Das haben sie dieses Jahr eigentlich umgesetzt. Und wir waren dann quasi in vorderster Reihe, das auch dann umzusetzen, weil wir einen unglaublichen Ansturm hatten. Zum einen von unseren Bestandskunden halt die neuen Features zu bringen und zum anderen auch die Leute jetzt online zu bringen, die das jetzt auch dann wirklich gesehen haben. Also dieser starke Ansturm auf Digitalisierungsprozesse hat uns auch unglaublich gepusht. Also wir waren jetzt weniger da die Leidtragenden, sondern wir haben eigentlich auch, das muss man ganz klar sagen, ein Stück weit profitiert von der ganzen Sache. Es ist aus 2030 ist irgendwie 2020 geworden, durch dieses ganze große Thema, was uns ja jetzt seit Monaten begleitet. Und als Geschäftsführer muss ich sagen, es war immer so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, wenn man dann hier durch die Büros geht mit Maske, mit überall die Hände waschen und darauf achten, dass nichts passiert. Ich selber war Leidtragender der Covid-Infektion und ich weiß, wie schlimm das ist. Dann ist man schon in Sorge. Wir haben auch viele Mitarbeiter freiwillig gesagt, geht mit ins Homeoffice, bis vor allem die Leute, die mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln kamen, gesagt haben, ihr könnt nicht mehr kommen, wenn ihr nicht mit dem eigenen Auto kommt. Das ist schon schwer und da sehe ich das Gleiche wie bei dir, Daniel. Man hat dann Kollegen, die man lange nicht sieht, denen man eigentlich die persönlichen Gespräche bevorzugt, was uns ja auch antreibt, dass wir hier ein Team sind, was zusammenhält und was auch so diese Vision vor sich her treibt, die für uns ganz als Be Clever ganz, ganz wichtig ist. Und damit müssen wir erstmal umgehen lernen. Und das sind so diese beiden Extreme, die wir dieses Jahr hatten. Sorge und ja, Erfolg auf der anderen Seite. Das war schon total crazy und habe ich auch so noch nie erlebt. Absolut. Ich glaube, da stimmen dir auch wieder hier nickend ganz viele zu, egal aus welcher Perspektive, in welcher Position. Florian, Ansturm. Ist das was, wo du auch sagst, oder dieses, man hört es ja immer, dieses 10 years in 3 months, war ja in vielen Nachrichten und was weiß ich überall. Dieses Thema aus der Merchant-Sicht, wie bewertest du es? Naja, also wir haben jetzt das ganze Tamara Komolli Online-Shop-Thema so ein bisschen im Zeitraffer durchgespielt. Ich habe im März beim Unternehmen angefangen, habe einen Relaunch geerbt, der quasi kurz vor Veröffentlichung stand mit Shopify. Wir sind online gegangen. Ich war 3 Wochen im Unternehmen und dann kam der erste Lockdown. Und ab da war der Online-Shop der einzige Sales-Channel, der noch funktioniert hat und alles andere musste er zumachen. Und von dem her war das im Prinzip eine sehr spannende Kiste. Dann haben wir gesagt, okay, die Beratung ist bei uns relativ komplex. Das Produkt ist an sich komplex von den Kombinationsmöglichkeiten her. Deswegen sind wir auch dazu übergegangen, dass wir einen Online-Chat oder den Customer Service verstärkt haben. Wir haben halt kein Produkt, das man auf wie bei Amazon mit einem One-Click kauft, sondern bei uns geht es einfach darum, dass man diese Produkte im Idealfall kombiniert, Kette mit Ohrring oder Halskette, was auch immer. Also muss auch entsprechend zum Budget passen, muss zur Person passen. Also mal kurz, bei uns geht es bei 500 Euro los und hört bei, ja, geht bis 50.000, aufhören tut es da nicht. Es geht auch noch weiter, aber sagen wir so im Schnitt liegen bei uns die Produkte so 2.000, 3.000 Euro bei einer Bestellung. Und da muss man die Kunden natürlich abholen und bei der Komplexität, die wir haben, oder beziehungsweise bei dem hohen Preis geht es auch wirklich darum, dem Kunden das Richtige zu verkaufen, weil ich möchte ja das Ganze, bei uns ist auch das Verschicken etwas aufwendiger. Wir müssen das Ganze natürlich
hochsicher verschicken. Das ist etwas teurer. Das darf nur persönlich abgegeben werden gegen Unterschrift. Und das sind alles so Sachen. Das war natürlich, also es ist schon bestanden, aber entsprechend ging natürlich der Umsatz hoch. Auch bei uns ist die Supply Chain auch jetzt noch nicht darauf ausgelegt, dass sie am Tag 500 Bestellungen rausschießt, sondern bei uns ist das alles, da geht jede Bestellung durch vier Hände, das wird per Auge geprüft, weil wenn bei uns ein Fehler gemacht wird, das kostet natürlich sehr viel mehr, als wie wenn bei Amazon eine DVD vom Band fällt. Und hat natürlich einige Herausforderungen mit sich gebracht, aber wir haben es ganz gut gemeistert, indem wir dann das Ganze jetzt auch nochmal überarbeitet haben. Speziell Filterfunktionen, Suchfunktionen. Und jetzt sind wir auf einem Stand, dass wir wirklich sehr gut arbeiten können und eben im Weihnachtsgeschäft da ganz gut, wirklich ganz happy sind, wie das momentan läuft. Gibt es da Zahlen, Florian, die du jetzt, ohne ins Detail zu gehen, mit uns teilen kannst? Sagen wir mal, wir haben teilweise den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, wobei das wirklich schwierig oder ein unfairer Vergleich ist. Also wir sind mit dem Vorjahr quasi mit einem Dreirad gefahren und jetzt fahren wir mit einem hochmotorisierten Auto. Also speziell was die Auffindbarkeit der Produkte betrifft. Von dem her, also wir konnten den Umsatz teilweise verdoppeln pro Monat, aber eben auch der Vergleichszeitraum ist so kurz. Ich meine, wir haben jetzt erst ein halbes Jahr Vergleich und außerdem ist es bei uns so, wenn ich jetzt in einem Monat 50.000 Euro Armband verkaufe, dann ist natürlich der Umsatz exorbitant hoch. Von dem her ist es ganz schwierig. Wir haben so kleine Zahlen noch von der Bestellmenge her, dass es ganz schwierig ist, da wirklich eine qualifizierte Aussage zu treffen. Also wir haben den Umsatz gut gesteigert. Wir haben auch hohe Ziele fürs Fiskaljahr 2020/2021. Definitiv Steigerung und wo wir starken Fokus drauf setzen, ist momentan auch die persönliche Beratung. Sprich, wir haben den Online-Chat, holen die Leute direkt ab. Das war so eins der ersten Sachen, die wir installiert haben, wie ich angefangen habe. Und das hat plötzlich gleich sehr gut funktioniert. Und der nächste Step ist jetzt auch, unsere Produkte sehr viel genauer darzustellen. Weil mit einem Foto, das ist ganz nett, aber wie groß ist das? Wie schwer ist das? Wie viel Karat? Ebenso wie es zum Beispiel Apple macht, ja, die AirPods, die kann ich drehen, die kann ich auseinanderlegen. Und das ist zwar sehr aufwendig in der Produktion, aber es bringt halt auch sehr viel, weil das Zeug wird weniger zurückgeschickt. Der Kunde, den kann man besser begeistern, weil er sich das genauer anschauen kann. Und das sind so die Herausforderungen, an denen wir gerade noch arbeiten. Top, top, top. Also wirklich, es sind ja ultra viele valide Punkte mit dabei und nicht nur spezifisch jetzt eben auf euch als Händler in einem sehr speziellen Segment. Daniel, wenn du das Ganze im größeren Frame betrachtest, jetzt hast ja du die Möglichkeit, länderspezifisch und sogar darüber hinaus zu sehen, wie sich bestimmte Zahlen entwickelt haben. Hast du für uns da Insights? Also was die insgesamte Zunahme der Marken, der Händler angeht, die auf Shopify verkaufen, nicht. Ich habe so ein paar Stats zum Black Friday mitgebracht, aber insgesamt kann man sagen, also man hat das ja durchaus auch an verschiedensten Dingen, wie beispielsweise dem Aktienkurs, ganz gut sehen können. Natürlich, dass die Plattform ist so unverhältnismäßig stark gewachsen. Ja, wir haben natürlich auf der einen Seite größere Brands wie einen Taramara Komoli, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch kleinere Händler, die wir dabei unterstützen, online zu verkaufen. Ja. Und ob es ja irgendwie Metzgereien sind, ja, hört sich lustig an, aber ist tatsächlich so. Cafés, mein Café um die Ecke hat irgendwie einen Online-Shop aufgebaut, hat dann irgendwie angefangen mit einem lokalen Partner Desinfektionsmittel herzustellen, hat die online verkauft. Ja. Also daraus sind wirklich coole Stories entstanden. Wir hatten einen Händler in Kanada, ich glaube, ich habe das auch auf einem Digital-Event vor ein paar Wochen schon erzählt gehabt, die irgendwie vor der Herausforderung standen, den Lagerverkauf, den sie einmal im Jahr machen, auf einmal binnen von 3 bis 4 Wochen online zu transferieren, was sie dann auch durch Terminvereinbarungen und Videochats mit Store Associates quasi gelöst haben. Und daraus sind wirklich unzählige kreative Stories entstanden, die einfach aufzeigen,
wenn du so ein bisschen Druck hast und wenn du experimentierfreudig bist und wenn du auch nicht nach der Perfektion strebst, sondern okay damit bist, vielleicht auch Dinge auszuprobieren, die vielleicht nicht mal zu 100% funktionieren, dann kannst du ganz tolle Dinge erreichen, die manchmal vielleicht sogar weit über das hinausgehen mit von dem, was du gerechnet hast. Ja? Und insofern ist der Zuwachs von verschiedensten Händlern, die wir vorher vielleicht gar nicht so auf der Plattform erwartet hätten, brutal angestiegen. Und wir haben einfach so viele unfassbar ideenreiche Umsetzungen gesehen. Da ist einiges passiert. Ich habe jetzt aber keine genauen Zahlen, was den Zuwachs der Händler auf der Plattform angeht. Insgesamt sind auf der Shopify-Plattform über 1 Million Kunden weltweit. Aber ich habe jetzt keine genauen Stats von 2020. Ja, ich glaube, ich hatte irgendwas gelesen, also jetzt mal nur auf diese Plattform bezogen, aber ich glaube, es treffen sich ja Ableitungen wie, ich glaube, E-Commerce wächst im gesamten 2020 um nochmal 16,5% wart. Das Gleiche, glaube ich, ist Zuwachs an Paketen, die da draußen so kursieren, was wieder ein ganz eigenes Thema per se ist. Und ich glaube, Black Friday war vor allem bei euch natürlich mit 190%. Also eine irre Zahl auch, ja. Ja, also wahnsinnig. Auch auf der ganzen Welt konntest du das natürlich sehen. Ja. Also was an Black Friday umgesetzt worden ist. Gut, das war auch so ein bisschen zu erwarten natürlich. Ne? Dieser Shopping-Rausch hat sich irgendwie so ein bisschen dann aufgestaut. Die Läden waren irgendwie zu. Insofern konnte man das so ein bisschen absehen. Aber dennoch siehst du schon, dass selbst mit dieser Vorbereitungszeit, die jetzt natürlich auch nicht immens groß war, viele dennoch vor großen Herausforderungen standen. Ja? Aus privater Sicht, aus Nutzersicht. Mich hat es unheimlich genervt, dass ich so oft einfach nicht verfügbar gesehen habe. Ich glaube, da gibt es viele Challenges, an denen wir schon noch arbeiten müssen. Und Agreed. Agreed. Marco, bevor ich an dich weiterleite, ich will euch ermutigen, also es soll ja nicht immer subjektiv aus meiner Seite gesteuert sein. Ich habe ja die Themenblöcke genannt. Ich richte mich an einen Florian. Schön, dass du mit dabei bist. Franka, Antonia, Jean-Paul, wer auch immer noch live mit dabei ist. Ihr habt sonst die Möglichkeit, den Chat zu benutzen. Bitte einfach rein, provoziert. Wann habt ihr die Möglichkeit, hier mal aus drei verschiedenen Perspektiven freischnauze eine Antwort zu erhalten? Nutzen. Marco, um aber direkt dran zu bleiben, jetzt bist du natürlich absolut in der Lage, immer Empfehlungen zu geben. Jetzt den Roundup, glaube ich, kann man jetzt erstmal schließen. Besonderes Jahr, Haken dran. Das Jahr ist abgeschlossen, die Budgets für 21 sind wir uns einig, werden im E-Com steigen. Egal, ob ich jetzt ein Pure Player bin, ob ich Multichannel unterwegs bin. Was empfehlen wir? Was empfehlen wir da draußen, Marco? Tja, ich bin ja kein Freund der Glaskugelleserei. Die Fakten sprechen ja immer für sich. Aber es ist richtig, die Budgets steigen. Wir haben ja jetzt sehr viele Gespräche schon geführt mit unseren Kunden auch fürs nächste Jahr und die Bereitschaft zu investieren in das bestehende Online-Business ist groß, aber auch die Bereitschaft in Investment in neue Technologien. Ich sehe es ja immer ein bisschen durch die Shopify-Brille. Man baut da auf eine skalierbare Plattform und man hat mittlerweile erkannt, dass nicht nur das reine Online-Geschäft, sondern auch die Verbindung zwischen Online und Offline sehr, sehr wichtig ist. Und das sehe ich auch durch viele Gespräche, die ich hier in Koblenz mit dem Einzelhandel führe. Das sind ganz interessante Ansätze dabei, wo man sich vorher überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Und das ist eins, was im nächsten Jahr passieren wird. Dieses Learning aus 2020 wird sich definitiv auf 2021 übertragen. Wir hatten einen Kunden dieses Jahr, die sehr erfolgreich im Bereich Kamerazubehör online gegangen sind mit Shopify Plus, die gesagt haben, wir haben den Umsatz am Black Friday einfach mal mit dem Shop, mit der Technologie, die wir verbessert haben, einfach mal verdoppelt. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das wird auch, glaube ich, so weitergehen. Das wird auch bei den kleinen Händlern so sein. Wir haben in den ersten Monaten diesen Jahres so eine Art, ich hasse eigentlich dieses Wort Corona-Angebot, aber es war sowas gewesen, um mal schnell den Leuten zu helfen. Wir machen jetzt mal ohne viel Shishi Shops, damit ihr auch ein bisschen weiter an eurem Geschäftsmodell arbeiten könnt. Da haben wir ein paar Händlern geholfen und die sind mittlerweile so glücklich, dass sie gesagt haben, ja, das ist für uns etwas für die Zukunft. Wir sind zwar eigentlich klassisch stationärer Einzelhandel, aber wir wollen halt in den Omnichannel rein, wir wollen online gehen, wir wollen in die verschiedenen Sales-Channel rein, wir wollen auf Facebook, auf Instagram
Instagram präsent sein. All diese ganzen Dinge, die werden im nächsten Jahr dem Ganzen einen Schub geben und dafür werden gerade Budgets freigemacht. Und das sehen wir natürlich positiv. Wir freuen uns, dass wir da auch Partner von unseren Kunden sein können und freuen uns natürlich auch auf neue Projekte. Aber da wird sich noch, glaube ich, viel, viel mehr verschieben. Das Verständnis für digitale Prozesse wird steigen, wo wir in Deutschland ja immer so ein bisschen hinterherhängen. Wir sehen das ja in vielen Bereichen, nicht nur an Netzgeschwindigkeiten. Und ich glaube, wir hatten eben einen kleinen Ausfall, gerade wegen solchen schlechten Internetleitungen. Das sind wir ja alle. Homeoffice lässt grüßen. Ja, leidvoll geplagte Menschen, was das angeht. Aber es ist auch, man sieht es ja überall. Wir können mittlerweile viel mehr Dinge online gestalten, Belege hin und her schieben, Prozesse beschleunigen, über Ländergrenzen hinaus mit Mitarbeitern kommunizieren. Diese Dinge, vor ein paar Jahren hat doch kein Mensch darüber geredet. Und das hat so einen Schub aufgenommen und das wird sich in viele Bereiche des Lebens niederschlagen und besonders halt auch im Handel. Und das Schöne daran ist, dass dieser totgeglaubte Einzelhandel, wo wir immer so gesagt haben, ja, die Innenstädte sind leer, da sind nur irgendwelche Handyhüllen-Shops entstanden in den teuren Straßen und so weiter. Es wird sich umkehren. Wir wollen lokale Unternehmen. Auch die jungen Leute wollen lokale Unternehmen. Es geht nicht immer nur so sehr darum, auf Amazon zu kaufen, sondern es geht darum, dass die Verfügbarkeit ja nicht da war bei einem liebgewordenen Einzelhändler in der Stadt hier in Koblenz. Man konnte nicht online kaufen, man konnte nicht online bestellen. Das ist auf einmal möglich, das geht. Die Technologie ist da und die Leute machen es auch. Das Verständnis ist gestiegen, was man vorher so immer so abgelehnt hat. Oh, dieses Internet, das ist was Neues, das will ich gar nicht. Nein, da ist Geschäft drin, da kann ich was verkaufen, da kann ich vorbestellen, da kann ich Verfügbarkeiten zeigen. Und das wird sich wieder ein bisschen rumdrehen und wird auch dazu führen, dass die Bereitschaft, dieses Internet ja, in Deutschland mehr anzunehmen, als wir das noch vor ein paar Monaten oder Jahren noch geglaubt haben. Und das freut mich sehr, dass wir da ein bisschen mehr Gas geben jetzt. Und ich meine, andere Länder machen es uns vor. Ich reise seit vielen Jahren regelmäßig nach Kanada. Ich konnte schon vor 5 Jahren mit Apple Pay dort bezahlen, wo ich hier, das hing einfach. Ja. Und viele andere Dinge. Und das kommt und das ist in Bewegung. Und ich glaube, es ist jetzt noch eine Frage der Zeit, bis die Bedenkenträger da auch in die zweite Reihe treten und die Leute, die wirklich digitale Prozesse haben wollen, das Sagen haben, jetzt dem Ganzen ein wenig mehr Schub geben. Und da freue ich mich drauf. Nicht nur, weil es uns jetzt besser geht, weil ich glaube, dass es so insgesamt der Gesellschaft gut tut, diesen Sprung nach vorne zu machen, innovativer zu werden und dann da auch dann mit einer guten Perspektive in die Zukunft zu schauen. Darf ich da vielleicht kurz einhalten, Simon? Total wichtig, was du gesagt hast, Marco. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist ein noch viel wichtiger gewordenerer Teil. Ja? Und ich sehe das auch, dass Leute immer mehr gewillt sind, auch lokale Unternehmen zu supporten. Und ich glaube, es ist auch super wichtig, dass diejenigen dann auch den Weg direct to consumer suchen, um mit den Kunden auch direkt zu agieren, um die Möglichkeit zu haben, auch, ich sag mal, eine gewisse Brand Experience zu gewährleisten, was du relativ schwierig über Wholesale machen kannst, über Marketplaces machen kannst. Und man muss sich mal überlegen, ich habe das gestern gelesen, Amazon hat pro Tag, wenn man das runterbricht, ja, dieses Jahr 3.400 oder mehr sogar 3.400 neue Händler auf der Plattform begrüßen können. Das ist Wahnsinn, das sind über 1,3 Millionen neue Seller, die auf Amazon dazugekommen sind. Amazon hat in 2020 300.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das ist mehr als Siemens Mitarbeiter hat global. Also das sind crazy Zahlen. Und ich meine, wenn man überlegt, das geht ja jetzt so weiter, auch über Social Commerce natürlich, was eine extrem wichtige Rolle spielt und auch nächstes Jahr ein extrem wichtiger Bestandteil sein wird. Man muss sich da einfach so ein bisschen breiter aufstellen und schauen, wo deine Kunden natürlich sind. Und die sind mittlerweile natürlich auf Instagram und Facebook unterwegs. Es entstehen so viele Brands tagtäglich, ja, dass, glaube ich, mittlerweile noch viel, viel wichtiger geworden ist, dass wir wirklich direct to consumer gehen und wirklich auch in die direkte Kommunikation mit unseren Kunden gehen. Weil sonst wird es relativ schwierig, die Mehrwerte rauszuarbeiten, die du sonst gegenüber den Playern wie den Zalando, wie den About You und so weiter hast. Insofern ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Ja, und gerade, Entschuldigung, wenn ich da weiterführe, gerade jetzt die Bereitschaft, im lokalen Bereich online zu gehen und den Leuten in der Region die Möglichkeit zu sehen, hat er das Produkt eigentlich da? Kann
Kann ich hier Click und Collect machen? Kann ich da mal eben vorbeilaufen und das abholen? Weil es ist ja das, was viele, vor allem in der jüngeren digitalen Generation nervt, mit dieser, man will unbedingt etwas haben, man geht gerne, ich sage jetzt mal, in irgendeinen Elektronikfachmarkt und will die neue PlayStation haben und dann kommt man da an und sagt, oh, ausverkauft. Und ich möchte es gerne vorher checken und ich möchte es vielleicht sogar reservieren oder vielleicht auch sogar schon bezahlen und einfach nur abholen. Es geht ja gar nicht so sehr darum, ich höre ja immer dieses Schimpfen auf die großen Player am Markt, die machen alles kaputt. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn die Kleinen nicht mitmachen, geht es kaputt. Und die müssen jetzt bereit sein, und das tun sie ja auch gerade, und das finde ich so großartig in dieser Zeit, sie gehen online, sie zeigen, was sie können, und die haben ja die guten, hochwertigen Produkte, die man dann kaufen kann. Und ich kann sie halt nicht nur in Koblenz kaufen, ich kann auch sagen, ich gucke mir einen Einzelhändler in Hamburg an und sage, ah, der hat genau das, was ich gerne haben möchte, und lass es mir halt dann einfach auch zusenden. Und das ist das Großartige. Und es ist, ich glaube nicht, dass man da schimpfen soll darüber, was die Großen machen. Die haben einfach die Gelegenheit ergriffen. Und jetzt ist es daran, dass die Kleinen dem nacheifern sollten. Und dann wird sich zeigen, wer am Ende des Tages da auch die Oberhand behält. Ja. Also was in der Seite noch, was ich da noch gerne ergänzen würde, ich war ja auch Amazon-Händler und bin auch Amazon, ich sage ungern begeisterter Amazon-Kunde, aber ich bin eben dieser Fall, ich fahre jetzt zum Mediamarkt, die nächste Stadt, 20 Kilometer, und dann steht der Händler vor mir und sagt, na, das habe ich jetzt nicht da. Dann denke ich mir, okay, das ist mir Zeit zu schade, ich bestelle es jetzt einfach bei Amazon, weil dann habe ich es. Und das ist jetzt eben auch diese große Chance, die sich jetzt ergibt, dass die kleinen Händler jetzt wirklich mal aufwachen und sagen, okay, ich muss jetzt mal diesen Schritt gehen, um bestehen zu können, um dann zu merken, aha, das ist ja überhaupt nicht so schlimm und aha, das funktioniert ja sogar. Also ich sehe an dieser aktuell schwierigen Zeit auch in dieser Richtung sehr viel Positives, dass die Leute wirklich mal tun müssen. Genauso wie das Thema Remote Work. Ja. Ich habe Freunde, das sind diese digitalen Nomaden, was die letzten Jahre immer so, das sind so ganz komische, die reisen und arbeiten von irgendwo. Das ist jetzt völlig normal. Und das, von dem her war dieser Tritt, den wir alle bekommen haben, vielleicht auch mal ganz gut, dass da was vorangeht. Absolut. Männer, bin größter Fan, wie ihr euch den Ball hier zuspielt. Ich habe eine Frage im Chat, die würde ich direkt einfach mal stellen. Es geht darum, dass es vielerorts Ängste gibt. Also wir haben ja gerade diese kleinen Händler besprochen, oder die sich jetzt natürlich hier draufsetzen. Die Ängste bestehen. Die Frage lautet, wie gestalte ich den Run for the Last Mile? Wie handhabe ich Retouren mit pflegeschnell und effizient Produkte? Welche Empfehlungen habt ihr, um diesen Ängsten für jetzt diese Late Adopters zu begegnen? Würde ich mich mal kurz einhaken. Also wie gesagt, ich war Amazon-Händler. Wir haben am Tag 500 bis 1000 Sales rausgeschossen. Das war zu zweit. Ich meine, es waren nur Videospiele, DVDs. Also das heißt, DVD aus Regal nehmen, in Verpackung, Aufkleber drauf, weg. Das Ganze haben sie, bevor wir das optimiert haben, hat es zu zweit 8 Stunden gedauert für 2 Bestellungen. Nach 3 Monaten haben wir zu 2000 Bestellungen in 4 Stunden gemacht, fehlerfrei. Und sowas geht. Man muss sich einfach nur jemanden holen, der die Prozesse kennt und versteht. Und das Ganze einfach wichtig, man muss seine Daten kennen. Man braucht eine Warenwirtschaft. Man muss das Ganze automatisieren und dieses von Hand machen. Das geht am Anfang bis zu 10 Bestellungen pro Tag. Macht das noch Spaß, aber dann wird es echt nicht lustig. Aber man kann das Ganze auch für den kleinen Händler mit kleinem Geld schon so weit optimieren, dass er das wirklich auf Knopfdruck relativ gut im Griff hat mit relativ wenig Arbeit. Also pro Bestellung würde ich mal sagen, wenn es nicht kompliziert zu verpacken ist, 5 Minuten und das Ding ist fertig. Und für eine Retour genauso. Wir konnten auf Knopfdruck Retourenlabels generieren, die wurden rausgeschickt. Sowas geht alles. Man muss sich da einfach nur ein bisschen kundig machen. Ja, das, da kann ich anschließen. Wir haben ja ganz, ganz viele Projekte, wo es genau um diese Thematiken geht, weil letzten Endes den Shop aufsetzen, die Produkte rein, das ist easy, ja. Aber die Prozesse dahinter abzubilden. Und dann ist immer die Frage, und deswegen kann man, glaube ich, hier keine generelle Antwort geben, sondern man muss immer sehen,
im Einzelnen, was ist das für ein Projekt, was ist das für ein Shop, der da läuft? Hat der 5 Bestellungen am Tag, dann machen komplexe Automatisierungssysteme überhaupt keinen Sinn. Die sind dann am Ende des Tages zu teuer, weil 5 Stück kann ich wunderbar rausschicken, das läuft, das kann ich auch im Bereich Retouren sehr, sehr gut handeln, das funktioniert alles. Aber das Schöne ist ja, dass ich in diesem ganzen Environment, in dem wir arbeiten, ganz, ganz viele Tools für ganz klein und für ganz groß entwickelt haben. Das geht hin von einfachen Softwaren, die man nutzen kann, die man einfach anbinden kann per Plug and Play über einen App Store, bis hin zu Fulfillment-Dienstleistern, die genau diese Arbeit machen. Da arbeiten wir auch ganz eng mit jemandem zusammen, den wir immer gerne empfehlen, weil wir genau wissen, der ist zuverlässig, der hat ein Top-Lager, Top-Leute. Da ist, glaube ich, für jeden etwas dabei und das muss man mal im Einzelnen, wenn da jemand Angst hat, wirklich auch besprechen. Und das ist ja, glaube ich, so der Punkt und das ist so etwas, was ich hier auch meinen Leuten immer predige. Da sind Ängste da draußen. Die kommen ja alle mit Problemen zu uns. Die wollen natürlich einen schönen Shop haben, der soll funktionieren, der soll Umsatz generieren, aber da sind ja auch Probleme dahinter. Und die sind alle nicht generell, sondern das sind alles einzelne Probleme, die individuell besprochen werden müssen. Und ich glaube, das Schöne ist an guten, skalierbaren Plattformen, die haben die Lösungen, die sind da, die sind nicht immer out of the box, da muss man auch ein bisschen gucken. Je komplexer, desto weniger out of the box, das ist klar. Aber da ist in den guten, modernen Plattformen, da ist so viel Power drin, dass mir genau diese Fragen aus meiner Erfahrung aus jetzt persönlich keine Angst machen. Aber da muss man immer im Einzelnen sprechen, muss sich das anschauen, das tun wir auch. Da sind wir Partner unserer Kunden und sagen, hier, das könnte eine Lösung sein, das könnte eine Lösung sein. Such dir eine von diesen beiden aus. Alles andere ist entweder zu teuer oder schafft nicht dein Level. Und dann hat man da ganz schnell auch diese Ängste wieder im Griff und ist man in der Regel auch froh mit dem, was man hat. Absolut, absolut. Du, ich hoffe, die Frage wurde hier beantwortet. Ich stimme dem Marco in vielerlei Hinsicht zu. Generell schwierig zu beantworten, aber der Abriss dazu macht wahnsinnig viel Sinn. Alles, was wir besprechen, Männer, wir sind ja mittlerweile schon bei über einer halben Stunde, hängt natürlich ganz viel mit den Leuten zusammen, die das Ganze vorantreiben, oder? Also verstanden, Technologien, Prozesse, Wachstum ist da. Ultra spannendes 21 steht uns bevor. Es steht und fällt aber mit den Menschen. Am Ende des Tages, People Business, egal wer in welcher Position was tut. Wie begegnet ihr das, diesem Thema? Jetzt haben wir auch hier wieder die Möglichkeit, aus 3 verschiedenen Perspektiven uns das anzuschauen. Florian, wenn ich nochmal in deine Richtung schauen darf, da interessiert es mich jetzt mal am ehesten, weil so dieses Hands-on, du bist auf Händlerseite. Wie begegnest du diesem kulturellen, warum ein Tamara Komoli, was unterscheidet euch, wie gewährleistet ihr Mitarbeitern entsprechende Kommunikationswege, Prozesse, eine Brand für die Mitarbeiter darzustellen? Für die, muss bitte die Frage nochmal wiederholen. Zu viele, viele Gedanken, zu viele Fragen. Genau, ich war jetzt gerade noch woanders. Dann bleib da, wo du bist. Also ich lasse es allgemein und freue mich auf die Gedanken zu, wir sind uns einig, die Leute, die mit uns an einem Strang ziehen, egal aus welcher Perspektive wir das jetzt sehen, haben ebenfalls neue Herausforderungen. Denen muss man neu begegnen. Denen muss ich neue Möglichkeiten der Kommunikation geben. Denen muss ich neue Reize als Firma geben, damit ich sage, hey, die halte ich, die ziehen weiter an einem Strang, die begeistere ich für das Thema auf neuem Niveau. Wie begegnet ihr dem? Ja, also natürlich war jetzt erstmal das Thema, wie kommuniziert man? Ja, also schaltet in der Früh wirklich jeder Teams ein? Damit hat es schon mal angefangen. Das funktioniert mittlerweile sehr gut. Dann hat man aber noch das Thema, jetzt habe ich Teams, dann habe ich eine E-Mail, dann habe ich das und das. Also es gibt Unternehmen, die sind da technisierter. Es gibt Unternehmen, die arbeiten etwas virtuoser, so wie bei uns, wo halt einfach dann jeder noch so sein Schächtelchen hat. Ist eine große Herausforderung, ist auch noch nicht bei uns, definitiv nicht final gelöst. Wir sind 60 Mann, Mann und Frau im Unternehmen. Und da geht es wirklich... Wir arbeiten jetzt mit Microsoft, es dürfen keine Google-Tabellen genutzt werden, die wir aber dann wiederum nutzen müssen mit der Agentur. Und es gibt da ganz viele rechtliche Grauzonen. Also es ist echt eine Herausforderung. Wir versuchen da auch wirklich im Team eng zu kommunizieren. Aber natürlich, wenn ich mal wieder einen Tag ins Büro fahre und ich sitze da mit 4 Leuten, dann kriege ich natürlich viel mehr mit,
als wie wenn ich am Tag nur mit 4 Leuten einzeln kommuniziere. Also ist ein großes Learning für uns. Wie gesagt, ich habe einige Bekannte, die führen Agenturen mit 30 Mann, die nur remote arbeiten. Die machen dann oft Events, dass sie wirklich 2 Wochen wohin fahren und eine Vacation machen. Dann lernt man sich besser kennen und weiß auch, wie der andere funktioniert. Aber so in der Zeit, wo wir momentan sind, da wirklich den Kontakt zu halten und beieinander zu bleiben, ist echt eine große Herausforderung und ist auch nicht leicht umsetzbar. Ja, das ist Thema Kommunikation und Thema Spezialisten im Team, das ist eine Herausforderung, die für uns immer größer wird. Also wir haben bei uns Slack eingeführt vor geraumer Zeit und haben gesagt, okay, das hat sich bewährt innerhalb des Teams. Wir haben da auch mittlerweile Freelancer mit reingenommen, damit die auch Teil des Teams werden. Ich bin ein großer Freund davon, die so zu integrieren, dass sie dazugehören als Team. Wir machen mittlerweile auch mit unseren Kunden Slack-Channels auf, weil sich das bewährt hat. Das ist zwar manchmal ein bisschen grausam, wenn man dann so ganz viele Workspaces in dieser Slack-App hat, aber das kriegt man organisiert und es ist besser als E-Mail-Kommunikation. Das ist die Hölle, weil ich habe auch heute Morgen wieder E-Mails gesucht, die sind dann irgendwo und dann weiß man nicht genau, was war denn der Inhalt der E-Mail, wie sucht man die und so weiter. Und das geht halt über diese Channels einfach viel, viel besser. Wir haben Asana bei uns vor über einem Jahr eingeführt. Das hat sich auch bewährt als Tool intern, aber auch als Tool mit den Kunden, dass die Kunden ihre Tasks dort reinschreiben können, die dann zugeordnet werden und dann auch viel, viel effizienter erledigt werden. Ja, und dann haben wir das Team an sich da. Ich bin ja kein Freund davon, ich mag das Wort Agentur nicht, aber wir sind ja nun mal eine Shopify plus Partneragentur, dass man wie so ein Bauchladen alles vor sich herträgt und sagt, ich kann das, ich kann das, ich kann das und ich muss dann Teams aufbauen, dann habe ich ein Team für Marketing und ein Team für hier und dort. Das funktioniert nicht. Wir spezialisieren uns auf wesentliche Sachen, damit wir hier performen können, damit die Kunden Vertrauen zu uns haben und wir haben uns ein großes Netzwerk aufgebaut an Spezialisten, die jetzt erstmal nicht zu BeClever gehören, die aber zu unserem Universum dazugehören, wie Findologic zum Beispiel, die wir gerne empfehlen. Wir arbeiten eng auch mit unserem Partner Shopify zusammen. Wir sind in regelmäßigem Kontakt. Wir haben Fulfillment-Dienstleister, wo wir Vertrauen zu haben. Wir haben Partner für Performance-Marketing und das ist dann ein Netzwerk, was wir auch dann vertrauensvoll übergeben können, wo wir wissen, dass das funktioniert, weil ich möchte hier keinen Bauchladen haben. Ja, und dann kann man auch perfekt kommunizieren, man muss es halt aufbauen, man muss es natürlich auch irgendwie domptieren, ja, wie so ein Zirkusdirektor, der da immer auch ein bisschen schaut, dass die da alle mitmachen, weil ja, man muss die Leute immer daran erinnern, macht mal bitte euer Slack auf, da ist eine Nachricht für dich drin und das wird nicht aufhören, dieses ewige Erinnern an bitte guck doch mal in deine Nachrichten und da, das ist nicht immer so einfach, aber das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wichtigste Aufgabe überhaupt in unserem Business, Kommunikation, sauber zu kommunizieren. Ich nehme immer das Beispiel, und das ist ein sehr lustiges Beispiel, ich beschreibe euch drei jetzt einen Wecker und ihr malt den, ja, und dann dreht ihr das Bild rum und haltet es in die Kamera und diese drei Wecker sehen komplett anders aus, weil jeder was anderes verstanden hat. Und das ist das Problem der Kommunikation. Wenn man das nicht sauber macht, kommt beim Sender oder beim Empfänger immer was anderes an. Und das ist eine Herausforderung, die gerade in der digitalen Welt sehr, sehr groß ist. Und da sehe ich die größten Herausforderungen in der Zukunft. Agree. Daniel, wie ging es dir hier? Interessiert mich auch nochmal international. Ich meine, dein Onboarding, internationale Company, ist nochmal ein anderer Effekt wahrscheinlich dahinter, oder? Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich ein großer Fan davon und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Vorteile gibt, allen voran aus Nachhaltigkeitsperspektive, was so eine Umstellung zu einem Remote-Setup, zu einem digitalen Setup mit sich bringt, ja. Und man muss es ja auch nicht so schwarz und weiß sehen. Wir sind jetzt in Corona, ja, und dann ist es natürlich 100% remote, ja, und ich glaube, wenn es dann nach Corona zumindest irgendwie vielleicht 70% remote ist,
glaube, dann haben wir schon viel gewonnen. Nicht nur aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, sondern auch aus der Perspektive, dass du natürlich, wir haben im Vorfeld, bevor das Panel begonnen hat, über das Thema Hiring gesprochen. Wie finde ich Mitarbeiter? Das ist unheimlich schwierig. Du hast natürlich auch dann einen viel größeren Pool, den du ansprechen kannst, wenn du remote funktionierst. Ja. Du hast die Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten. Du brauchst halt eigentlich nur Internet. Ja. Ich glaube, es gibt viele Vorteile, die das mitbringt. Dennoch muss man natürlich auch sagen, dass es zulasten von Beziehungen geht, die man aufbaut. Ja. Ich spreche da aus Erfahrung. Bin ja zur Firma gestoßen, inmitten von Corona sozusagen. Es gab kein Onboarding in Kanada oder in irgendeinem Office. Und das ist schon schwierig, weil du einfach merkst, dass eine wirklich tiefgründige Beziehung, die du aufbauen musst, das ist echt nicht so einfach digital. Ja? Und auf der anderen Seite gehört auch viel Commitment der Company dazu, da wirklich rein zu investieren, ne? Weil jeder ist jetzt auch nicht privilegiert und hat irgendwie einen 30 Quadratmeter Büro zu Hause, ja, wo er irgendwie ganz in Ruhe entspannt arbeiten kann, einen riesengroßen Schreibtisch und so weiter. Es gibt Leute, die irgendwie in der WG wohnen, ja, es gibt Leute, die sich dann in der Küche irgendwie einen Tisch mit der Lebensgefährtin teilen. Das sind schon ein paar Challenges, die man nicht unterschätzen darf. Und ja, das bedeutet, die Company muss extrem viel investieren. Shopify tut das, weil wir das als große Chance sehen, aber zeitgleich eben auch als Herausforderung sehen. Und ich persönlich bin total happy. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade für die Firmen, die das dann ad hoc umstellen mussten, es gibt ja auch teilweise Firmen, wo es dann aufgrund des Jobs gar nicht so einfach ist, das alles digital zu bewältigen, ein bisschen schwieriger ist. Ja. Schaut doch einfach, dass ihr irgendwie nicht 8000 verschiedene Tools nutzt, ja, sondern committet euch auf eine Handvoll Tools, die ihr dann benutzt. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Tools und du kannst irgendwie ein Trello und Asana und weiß nicht alles, was für Projekt nutzen, aber committet dich halt auf eines, dann ist das schon mal sehr viel einfacher. Und nicht nur für irgendwelche Projektmanagement-Aufgaben, sondern auch für Team-Retrospektiven, für Team-Events. Es gibt mittlerweile wirklich ziemlich, ziemlich coole Tools, und die ermöglichen dir eigentlich schon relativ gut, auch mit den Leuten zu interagieren und so ein bisschen auch an der Beziehung aufzubauen, so ein bisschen auch Trust aufzubauen. Da gibt es schon tolle Möglichkeiten mittlerweile, die man auch digital anwenden kann. Also an der Stelle einigt euch auf ein Tool. Mal ein Schwank aus meinem Leben. Ich habe 4 Chat-Channels offen, weil ich gar keine andere Wahl habe. Also ich bin jemand, der schaltet eigentlich alles aus, dass er ja keine Nachricht irgendwo kriegt, aber ich habe keine Wahl, weil ich brauche einen Zoom, dass ich jetzt das machen kann. Dann habe ich ein Teams, dann habe ich ein Slack, dann habe ich ein Jira. Dann habe ich, also es, bei gewissen Jobs geht es nicht anders, weil ich einfach mit Agenturen und mit verschiedenen Firmen zu tun habe. Es wäre schön, wenn es das eine Ding gibt. Dann gibt es die Google-Tabellen, die dürfen wir aber nicht nutzen, deswegen müssen wir die Microsoft Excel nutzen. Und also die Idee ist schön, aber so ganz gelöst. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da dann wirklich die eine Lösung gibt. Aber ja, verstehe ich gut, Florian. Zumindest sollte man vielleicht intern anfangen, die gleichen Tools zu nutzen. Auch da wird genau. Man dann verschiedenste Sachen. Der eine nutzt Hangout, der andere nutzt Zoom, ja. Der andere nutzt wieder Microsoft. Schaut zumindest, dass ihr intern anfangt, gewisse Tools einfach zu nutzen, auch auf die ihr euch irgendwie committet. Schaut, dass ihr nicht zu viele Tools anfangt zu nutzen. Dann liegen Daten wieder überall und keiner nutzt es so richtig. Aber ich gebe dir völlig recht, Florian. Ich glaube, gerade wenn du auch externe Kommunikation hast, dann hast du natürlich das Problem, dass nicht jeder die gleichen Tools nutzt. Und dann bist du wieder vor dem Problem, dass du eben ganz viele verschiedene Tabs aufhast, um mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu kommunizieren. Total. Aber das, was Marco auch vorhin gesagt hat, was ich gut finde, bei Slack auch wirklich die Externen, die Freelancer mit reinzunehmen, die Kunden, das auch wirklich zu strukturieren. In so einem Fall funktioniert das sehr gut. Also man muss da dann wirklich manchmal ein bisschen stringent sein, weil ich kenne das aus der Vergangenheit, da kommt dann wer mit einem neuen Tool oder ich komme selber oft mit neuen Tools. Bin da leicht begeisterungsfähig, muss ich zugeben. Und da braucht es dann den Direktor, der ab und zu sagt, nee, Freundchen, jetzt in die Richtung geht's. Wir haben noch eine Frage in den Chat bekommen, sehe ich gerade, Simon. Ja. Kann man die noch beantworten? Ich weiß nicht, ob man die beantworten kann. Geht auch in die Richtung. Also Slack, für die es nicht sehen, obwohl es ist an alle Diskussionsteilnehmer. Ja, Exklusivnutzung, das von Salesforce gekauft wurde.
Wie schätzt ihr das ein? Das ist natürlich auch jetzt eine Vermutung, die wir hier anstellen, aber wahrscheinlich erstmal keinen Sinn. Ich kann nicht in die Köpfe des Vorstands von Salesforce reinschauen, was die damit vorhaben. Ne? Enjoy, wenn ihr das machen wollt, bitte, dann nutzen wir halt was anderes. Genau, also der Wechsel ist so leicht heutzutage. Ja. Ich glaube, da braucht man sich keine großen Sorgen machen, weil es poppt morgen das nächste tolle Tool auf und dann kann man das ganze Zeug exportieren, rüberziehen und fertig. Also genau. Da ist meine, bei sowas ist meine Angst auch immer sehr gering. Ja, ich ehrlicherweise kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Exklusivnutzung für Salesforce-Nutzer in Zukunft gibt. Das glaube ich nicht. Damit würdest du dich so sehr limitieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Es wird sicherlich reibungslosere Integration in die Salesforce-Landschaft geben, das logischerweise, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche Exklusivitätsnutzung dann für Salesforce-User gibt. Insofern, ich glaube da nicht dran. Richtig. Kann man ja eine Parallele sehen. Ich meine, Facebook und WhatsApp, ich sehe es ehrlich. Männer, eine letzte Frage, weil es mich extrem interessiert. Wir reden über Kommunikation, wir reden über Kulturelles. Top-Meinungen aus wirklich verschiedenen Perspektiven. Neben Kommunikation ist es Informationsbeschaffung, vor allem natürlich für die Entscheider da draußen, die das Ganze sich jetzt auch irgendwie als Informationsbeschaffung wahrscheinlich sehen. Wie macht ihr das? Wie werde ich die Infos als Meinungsbildner in einer Company in Zukunft konsumieren? Also innerhalb der Company haben wir jetzt mittlerweile ein Intranet. Das war auch eines der ersten Sachen, die ich eingeführt habe, weil es war irgendwie, man musste sich quer durchfragen und hat dann immer noch keine wirkliche Antwort bekommen. Also sowas, es muss jetzt kein Intranet an sich sein, aber eben sowas wie ein Slack-Channel oder irgendwas, wo ich was nachlesen kann, finde ich extrem, also interne Kommunikation finde ich extrem wichtig, speziell als Neuling. Ich komme in die Firma, habe keinen Peil, bin jetzt auch mit Schmuck zu dem Zeitpunkt nicht so tief vertraut gewesen. Von dem her, ich persönlich kann nur die Empfehlung geben, die Sachen dokumentieren und wirklich kommunizieren, dass die Leute auch überhaupt die Möglichkeit haben, sich zu informieren, wenn es jetzt nicht die Leute sind, die rumlaufen und jeden mal fragen, du, wie ist denn das, weil es gibt Leute, die mögen das einfach nicht, sondern sich proaktiv informieren können. Ja, stimme ich dir total zu, Florian, ist bei uns ähnlich. Also wir haben auch eine Art Intranet, eine interne Plattform, wo wir News kommunizieren, wo du dann auch einfach wieder, wenn du mal was vergisst oder nicht mehr weißt, wo du es irgendwie finden kannst, darauf zurückgreifen kannst und dann kannst du es relativ einfach wiederfinden. Ansonsten empfehle ich, ich glaube, man denkt relativ schnell, das sollte irgendwie jeder schon wissen und das passt schon, ich brauche jetzt kein zusätzliches Meeting, stellt gerne mal irgendwie einen After-Work-Bier-Drink-Slot, was auch immer ein. Ja, wir machen das ein, zwei Mal die Woche mit meinen Teams, wo wir uns einfach irgendwie 20 Minuten abends ganz, ganz locker unterhalten und du merkst schon, dass immer wieder Themen aufkommen, die man vielleicht gar nicht so proaktiv spielen würde, aber dann in irgendeinem Kontext kommt es dann doch hoch und dann war es doch wieder hilfreich. Wir haben reguläre Meetings einmal die Woche, wo es dann auch eine Ansprache, eine generelle Ansprache an alle Teams weltweit gibt, wo wir einfach informieren über das, was gerade passiert. Externe Kommunikation, ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile am Tag LinkedIn öffne. Ich glaube, LinkedIn ist einfach das Medium, um mittlerweile die wichtigsten News rund um E-Commerce digital zu konsumieren. Und ich glaube, das wird sich auch nicht verändern. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das wird noch sehr viel mehr zunehmen. Also LinkedIn ist, glaube ich, also für mich jedenfalls die Plattform, die ich am stärksten nutze, um News zu konsumieren, um up-to-date zu bleiben. Genau. Also in unserem Fall ist noch, wir haben eine gewisse Anzahl an Jubiläen, die wir auch informieren müssen. Mit wichtigen, speziell jetzt, wie können die jetzt an Weihnachten bestellen und solche Sachen. Da kann ich natürlich ein Newsletter rumschicken, aber wir haben jetzt da auch ein Extranet, wo im Prinzip diese Informationen für den Juwelier nachlesbar sind in Zukunft mit einem E-Learning. Das heißt, der Juwelier kann sich fortbilden, also wir können unsere Kunden weiterbilden. Also das nimmt sehr viel Druck von dem Ganzen runter, weil oft fallen Leute hinten runter und kriegen Sachen nicht mit. Und so kann man das relativ einfach lösen, wenn man einen zentralen Anlaufpunkt hat. Also intern wie extern. Für Bestandskunden ist es auch sehr wichtig, da am Ball zu bleiben.
Aber natürlich, der persönliche Anruf, den kann man nicht ersetzen. Also der ist schon auch sehr wichtig. Ja, das stimmt. Also wir machen das mit den Kunden halt proaktiv, dass wir halt über neue Features informieren. Es läuft manchmal auch andersrum. Ist ja oft so, dass Shopify gerne mal die Kunden zuerst informiert, bevor die Partner was bekommen. Nicht übel nehmen, Daniel. Das ist immer sehr lustig. Passiert manchmal. Nein, wir haben aber auch hier ein Intranet. Wir haben über Zoho Connect haben wir das zum Beispiel abgebildet, wo wir halt ganz viele Sachen ablegen, wo jeder nachlesen kann, wenn irgendwas ist. Aber der beste Informationsaustausch, wir haben hier im Flur einen Kühlschrank mit kalten Getränken und man trifft sich dann natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Situation dann auf ein kühles Bier und sagt, hey, hast du das Update gesehen? Wir haben hier was Neues oder wir haben selber intern was entwickelt, was wir dann publizieren und das wird ganz viel noch auf der Tonspur gemacht und ich bin ein großer Freund der persönlichen Ansprache, nicht nur intern, sondern auch extern. Wir machen einmal die Woche, da haben wir uns Shopify als Beispiel genommen, eine Be Clever Town Hall, wo wir dann montags morgens um 10 Uhr eine halbe Stunde einfach dann hier alle updaten über Projekte, über neue Entwicklungen, die wir gemacht haben, was ist mit der App los, haben wir neue Tools zur Verfügung, was haben wir bei einem Kunden eingebaut, da haben wir alle möglichen Dinge, die wir einfach nur ansprechen, in die Runde werfen, sodass jeder es gehört hat. Wir achten auch, dass wir dann alle da teilhaben können. Und das ist, diese halbe Stunde ist so viel wert für unser Team und trägt so entscheidend auch zu unserer Performance bei, dass wir diese Town Hall einfach beibehalten wollen. Das war ja früher ein Event, was es in Shopify intern gab, in Ottawa freitags. Ich durfte es einmal erleben, wo dann alle Mitarbeiter zusammenkommen, da in diesem absolut tollen Office da im Headquarter. Das hat mich schon sehr beeindruckt, wie dort das auch gelebt wird. Und das haben wir einfach übertragen. Ebenso wie die Kühlschränke, die es bei Shopify in den Fluren gab und Kaffeemaschinen, das ist halt hier genauso, weil das gehört irgendwie dazu. Und das trägt auch zur internen Wissensverbreitung enorm bei. Absolut. Vor allem in unserer Branche. Oder? Da kriegst du ja gar keine Mitarbeiter mehr, wenn du nicht, keine Ahnung, freiwilliges soziales Budget von 100 Euro pro Kopf hast mit freiem Kaffee, freiem Getränke, freiem Bier. Das ist ja sowieso richtig. Naja, ich habe hier, ne? Aber immer schön 0,0, ne? Okay, also kurz ein Fahrtwurf ist weg. Nee, ist noch von gestern Abend, von daher. Natürlich, natürlich. Ich glaube, ich hoffe dennoch sehr bei der ganzen Diskussion um die Vorteile von digitalen Setups, dass wir uns irgendwie nächstes Jahr durchaus auf der einen oder anderen Konferenz wiedersehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ja, dass diese Interaktion dann face-to-face auch irgendwie weiterhin stattfinden kann. Und ich glaube auch daran, ich glaube jetzt nicht an Schwarz und Weiß und alles wird 100% digital sein, sondern ich glaube und ich hoffe, dass viel mehr digital gemacht wird, was digital gemacht werden kann, ja, weil es einfach viele, viele Vorteile mit sich bringt. Und ich denke, ich hoffe, dass der Rest dann doch wieder irgendwie ein bisschen mehr offline stattfindet, sodass wir da ja, auch weiterhin uns irgendwie auf den Konferenzen sehen können. Ich hoffe, die DMX nächstes Jahr findet statt, die K5 findet statt, die UMR findet statt. Dann können wir uns Marco mal persönlich kennenlernen, Florian, ja. Wir können uns vielleicht mal persönlich kennenlernen und Simon, wir sehen uns nach ein paar Monaten mal wieder. Das würde mich doch sehr freuen. Ja, das sind viele Dinge, auch die Unite von Shopify, die ich ja jahrelang besucht habe. Das hat mir dieses Jahr unglaublich gefehlt, weil ein dieses Netzwerk, was wir da aufgebaut haben in San Francisco und Toronto in den letzten Jahren, war so großartig. Und das war dieses Jahr wirklich etwas, was mich auch ein bisschen traurig gemacht hat, dass wir da diese Reise nicht machen konnten mit dem Team, weil das war immer, immer fantastisch. Und da auch mal die Shopify-Folks da zu sehen und wie sie das machen, das ist schon toll. Und ich hatte das Glück, dieses Jahr die Pursuit in Amsterdam noch miterleben. Die war im Februar vor allem und danach war halt leider nichts mehr. Und mir fehlen diese Veranstaltungen auch sehr, sehr. Das ist so. Gut, Florian, aus deiner Sicht sehe ich auch nur bedauern, dass du so viel zu Hause sein musst. Nicht hinzuzufügen, aus meiner Sicht natürlich auch, aber ich glaube, das ist nicht nur eine Hoffnung, sondern in der zweiten Jahreshälfte, so wie sich jetzt alles gestaltet, werden wir uns wiedersehen. Hoffentlich nicht nur auf alkoholfreies Bier. Männer, also wir sind bei einer knappen Stunde angekommen. Es ist ultra auf den Punkt mit allem, was, glaube ich, geboten wurde. Kann man es nicht besser bereitstellen?
Ich hoffe, das sehen natürlich auch Sie so, auch die, die es im Nachgang konsumieren. Wann sind es Männer? Vielen Dank. Ja, ich weiß, ich werde mich das nächste Mal bemühen. Ich habe immer viel zu viele Frauen bei so Panels mit dabei, bin ich schon mehrmals kritisiert worden. Das nächste Mal haben wir eine Dame in der Runde. Ansonsten, wirklich, herzlichen Dank an euch drei. Ich wünsche euch nur das Beste. Genießt Tage offline bitte rund um den Jahreswechsel. Das ist die einzige Zeit im Jahr, wo das immer halbwegs möglich ist. Und ja, von meiner Seite nichts hinzuzufügen. Ja, von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Und ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Und man sagt im Englischen so schön, take care. Passt auf euch auf. Das bleibt gesund. Ich schließe mich an. Genießt die Tage. Versucht auch mal den Rechner auszuschalten. Ich bin da auch ein Kandidat, der läuft ständig. Und mit Homeoffice ist natürlich die Versuchung noch größer. Ja, bleibt gesund, sagt man in Bayern. Vielen Dank für die Einladung, Simon. Florian, Marco hat mich gefreut. War ein guter Start in den Tag, in so einer Runde mal so ein bisschen sich auszutauschen. Ja, ich schließe mich an. Bleibt gesund, entspannt euch gut, erholt euch gut, verbringt so viel Zeit mit euren Liebsten wie möglich. Natürlich unter Einhaltung der ganzen Regeln. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Jahr wieder, nicht nur digital, sondern dann auch vielleicht irgendwann in der zweiten Jahreshälfte persönlich. Das würde mich sehr freuen. Also vielen Dank. Bis bald. Herzlichen Dankeschön. Dank. Bye bye. Gute Zeit. Ciao.